Darum, diese Woche probieren wir uns an unseren Streamplan zu halten, Dienstag und Donnerstag jeweils einen schönen Stream zu machen. Ja, heute Abend spielen wir The First Tree. The First Tree ist ein Indie-Spiel, wo man, wie man sieht, da unten im Monitor und auch hier beim Bild, da links, da sieht man auch noch einen kleinen Fuchs vorschauen und man spielt einen Fuchs. Das ist das, was ich so mal schon mal mitbekommen habe. Man spielt einen Fuchs und muss, glaube ich, sein Kind suchen oder irgend sowas. Es ist ein Indie-Game basierend auf der Unity-Engine. Die Engine ist free. Also der kann jeder, du und auch ich, kann dort damit ein Game programmieren, wenn man dann checkt und weiss, wie es geht. Ja, ist natürlich nicht so einfach. Schön wäre es. Also ich habe mir Unity mal geholt, habe mal ein bisschen angefangen zu probieren, Zeug und Sachen und so, weil mein Traum ist nach wie vor, ein eigenes Adventure zu machen. Aber ja, wenn man keine Programmierskills hat, dann wird es ein bisschen schwierig. Anyway, wie gesagt, wir spielen heute The First Tree. The First Tree, das Spiel, habe ich bekommen von einem von euch, liebe Zuschauer, vom MP. Mit dem MP habe ich vor, ja, ich weiß gar nicht mehr, 2 Jahre, 3 Jahre, ja, vielleicht sind es sogar schon mehr, im World of Warcraft in einer Stammgruppe gradet. Und er war immer auch ein Zuschauer gewesen von mir, hat immer wieder zugeschaut, auch als ich gewechselt habe auf Schweizerdeutsch, hat er nach wie vor bei mir an mich zugeschaut. Und er hat mir das Spiel geschenkt. Und ich habe das angeschaut und habe gefunden, das tönt eigentlich noch spannend. Und darum habe ich gefunden, das Spiel zocke ich. Und ja, also, würde ich sagen, wir tun doch hier nicht mehr lang um den heißen Brei herumschwätzen, sondern wir starten mit dem Spiel The First Tree. Ich habe es noch nie gespielt. Jetzt mal schauen. Kann man das auch mit Patch spielen, ich weiß es nicht. Nein, man kann es nur mit Maus und Tastatur spielen. Okay. Gut, dann tun wir doch das Joypad wieder auf die Seite und schauen, was passiert. Wie ihr seht, fortsetzen kann man noch nicht. Ich weiß auch nicht, also ich habe gelesen in der Beschreibung vom Spiel, das Spiel ist etwa, tut einem etwa 1,5 Stunden, 2 Stunden beschäftigen. Also vielleicht können wir es heute Abend bereits schon am Stück durchspielen. Wer weiß? Tauchen wir ein in The First Tree. Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes, I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. So, jetzt ist auch einmal das Intro soweit vorbei.
Ich begrüße alle zusammen, vier Graustufen, Salü, Polo, Hallihallo und Skullface, willkommen, schön sind ihr dabei. Am heutigen Abend da mit The First Tree. Die Stimme, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, die Stimme, die wir jetzt gerade gehört haben, das ist ein Bub und ein Mädchen, habt ihr vielleicht erkannt anhand von der Stimme. Und ich, soweit ich mich mal erinnere, irgendwie sind die Geschichten miteinander verknüpft. Er hat jetzt, wie gesagt, von einem Fuchs geträumt. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das... okay, also gut. Ich kann leider nicht mit dem Gamepad spielen. Irgendwie erkennt man das Gamepad nicht. Also dann spielen wir es halt mit Maus und Tastatur. Okay, gut. Leertaste ist Gumpe. Jetzt schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Kann man da... Ah, wir können den Fuchs also auch von vorne anschauen. Whip. Schön da der Lens Flare Effekt. Ah, Double Jump. Yeah. Kann er auch irgendwie einen Flip? Nein, flippen kann er nicht. Da ist das Gebüsch. Und also das Krasse ist, es ist eben einfach ein Open-World-Game. Schauen wir mal. Da hat es irgendetwas. Aha. Bänkli. Was ist denn das? Ein Schlafsack oder was? Ist das ein Trampolin? Nein. Und jetzt muss man da glaube alles irgendwie ein bisschen entdecken. Ah, ich kann also Shift wieder loslassen. Wow, schau mal die Weitsicht. He? Eine riesige Welt. Da unten hat es einen abgesagten Berg. Aha. Und da ist also fertig. He? Okay, jetzt soll ich schon sagen, eine riesige Welt zum Erkunden. Ja, jetzt erkunden wir mal hier einfach das Gebiet. Also da sind wir ja gerade gewesen. Ich würde sagen, dann gehen wir da mal in die Richtung. Ich glaube, das Spiel leitet uns in die Richtung. Der hure Fuchs hat Ausdauer. Ah, das ist nur ein Ast. Denkt, dass ich etwas versteckt. Ja, yeah, man muss alles erkunden. Man muss alles erkunden. In diesem Open-World-Spiel. Yeah, wir haben es sogar geschafft. Da sind an vielen Orten so, Sachen versteckt. Darum schauen wir jetzt mal, ob wir irgendetwas sehen. Ob wir irgendetwas entdecken. Ich denke, wir müssen einfach mal alles hier führen. Der Wind rauscht, es hat geschneit, also passt perfekt zu unserem, ja, zu unserem, ach nö. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Oh. Ja, das ist alles. Ein totes Füchsli. Oh, traurig. Ist das echt sein für ihr Füchsli gewesen? She couldn't stay though. She had to find her other two children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. Ja, jetzt kann es sogar seichen, oder? Der schöne Powder, oder? Der schöne Schnee, alles. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree.
It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. Also wir spielen jetzt eigentlich, so wie ich das verstanden habe, seinen Traum durch. He? Also der Soundtrack gefällt mir. Ja. Ob es glaubst oder nicht. Aber der MJ kann auch so Musik hören. Ja, da unten hat es noch. Das ist doch genau das richtige Spiel, um gechillt am Dienstagabend nach der Arbeit. Do you remember what my dad did for a living? Huh? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Was ist das, Josh? Mein Halbbruder heißt Josh. Ja, säckeln müssen wir da gerne noch viel heute. Hast du ganz recht. Ihr müsst mir sagen, wenn Musik zu laut ist, kann ich sie sonst ein bisschen runterpitchen. Ui, da ist eine Rakete. Ah nein, das ist eine Rutschbahn. Das hängt irgendwie alles zusammen. Die Geschichte, die der Bub erzählt. Und der Fuchs ist irgendwie in seinem Traum ja erschienen. Oh, da findet man wieder etwas. As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the fourth grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me. So I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy for my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friends had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Oh.
Guten Abend und... Ja. Fuck, ja, das habe ich wirklich... Das habe ich vergessen, Scheiße. Sorry. Ich mache mir eine Notiz. Und ich muss dich bitten, schick mir doch bitte auf Discord oder im Twitch oder auf Twitter nochmal schnell die Adresse, wo ich es hinschicken soll. Es ist voll untergegangen. Ich habe auf Arbeit jetzt die letzten 1,5 Monate so viel Lob gehabt. Und letzte Woche war der Horror. Es ist total untergegangen, sorry. Das nehme ich auf meine Kappe, habe ich völlig vergessen. Tut mir leid. Also schick mir nochmal die Adresse, damit ich sie sicher habe. Dann schaue ich, dass die so schnell wie möglich auf die Post gehen. Sorry. Sicher nicht vergessen. Es muss gar nicht. Die Entschädigung wirst du gesehen im Brief. Alles tipptopp. Ich habe sie notiert, aufgeschrieben, bekommst. Und wirklich nochmal sorry. Usually those kids would leave me alone, but somehow they could tell I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell, I didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. He carved me a tank and tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I'd pretty much forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure, I'm sure. Mhm. Also, sein Vater war also auch noch im Militär. The Army. Jetzt habe ich gesehen, da oben hat es noch so ein Leuchtding, das müssen wir jetzt irgendwie holen. Mal schauen, ob wir da hochkommen. Durch in dem Fall. Und ja, ich weiß, was Kappa bedeutet. Ja, da vorne. Hey, da muss der Fuchs aber klettern, du, hä? Das ist natürlich die Frage, können Füchse klettern? Man weiß es nicht. Oh, eine Ente. Oh. Ah. Falldamage gibt es also nicht. Und weiter geht's. Die Suche.
ich finde es sehr schön gemacht. Und der Soundtrack, die Musik muss ich wirklich... Der Soundtrack, muss ich sagen, gefällt. Oha. Wieder irgendein Spielplatz. Riesiger Spielplatz, okay. Also vorne ist wieder irgendetwas. Jetzt schnell zurückschauen. Da unten. Ah, dort hat es gerade noch irgendetwas. Im Wald drin. Jetzt gehen wir mal schnell da rauf schauen. Ah. Hier hat es auch noch etwas. Oh. Da liegt noch ein Schulbus. Jetzt gehen wir noch schnell zuerst dahinter. Wir müssen hier ein System, oder? Wir müssen ein System haben, um das riesige Gebiet systematisch sauber abzuarbeiten, dass wir nichts vergessen. Das wäre ja schade. Eine Wandtafel, wo er einen Fuchs drauf gezeichnet hat. Also das Ganze für die, die erst gerade jetzt dazugekommen sind. Es ist ein Indie-Spiel. Es heisst The First Tree. Und es geht um eine Geschichte von einem Buben, die er immer wieder hört. Und er hat von dem Fuchs geträumt. Und irgendwie ist die Geschichte von dem Fuchs mit dem Bub verknüpft, mit dem seinem Traum. Und wir, so wie ich jetzt das verstanden habe, durchleben wir mit jetzt eigentlich einem Bub seinen Traum, und er irgendeinem Mädchen erzählt. Oder einer Frau, ich weiß es nicht. So. The older I got, the more I withdrew. I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There's something special about having a place to call your own. Now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Nein, ich will da nicht durch. Mühsam. Ich muss jetzt wirklich alles nochmal dort hinten durch. Oh, reg ich mich auf. Das dritte Seil. Was haben wir davor gehabt? Davor haben wir noch irgendetwas gehabt. Ah, genau, das ist jetzt auch so etwas. Das ist so ein Schweizer Ausdruck. Ritti Seil. Es gibt aber auch Leute, die sagen nicht Ritti Seil, sondern Gireizli. Wie sagen ihr? So mal in die Runde gefragt. Gireizli oder Rittiseili? What's your choice? Geschafft. Juhu!
So, jetzt gehen wir hier vorne auf den Hügel. Dann können wir uns wieder eine Übersicht verschaffen. Oh, da vorne ein Hammer. Ja. Ja, Issen! Issen! Komm, komm, der Hasch! Komm, komm, komm! Nein! Los! Ja! Ich glaube, es ist so gemacht, dass man es nicht verwünscht, die Hase. Ein Humvee. Da unten hat es noch, aber jetzt holen wir zuerst schnell das auf dem Humvee, sonst vergessen wir das. Es sieht auch wieder nach einem Militär-Humvee aus. Aber da kann man nichts aktivieren von der Geschichte. Vorne jetzt wieder Hasen. Da unten haben wir sonst glaub alles verwünscht. Ja. Oh. So, wie es aussieht, so ein kleines erste Gebiet, in Anführungszeichen, verlömmer. Wehe, wir haben irgendwelche vergessen. Oh. Frühling. Sommervögel. Ja, Sommervögel. My teenage years were full of sketching, angst and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all, put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barbershop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working, he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Mhm. Also, so wie es aussieht, geht es ein bisschen um eine Geschichte von einem. Also, der Bube da. Oh, Kamera. Ja, eine Überwachungskamera. Also, es ist. Der Frühling ist einfach so die Jugend und er erzählt jetzt aus seiner Jugend, wo er eigentlich gern seinen Vater ein bisschen näher bei sich gehabt hat, aber der Vater war immer am Arbeiten gewesen und er hat dann als Kind natürlich das Gefühl gehabt, hey Dude, dir ist die Firma, das Geschäft wichtiger als dein Sohn. He was working another late night and my friends were over, saying how bored they were. And how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly, beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. Ooh. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard.
what followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Oh, das sind sie. Okay. Das habe ich nie gemacht. Und Vater sein Auto gestibitzt und gehen cruisen. Aber da sieht es jetzt wieder so aus. Also das ist das Dorf, wo er herkommt, so wie es aussieht. Dort haben wir den Barbershop, wo sie eingebrochen sind. Search Area. Otter Lake. Oh. Ah. Was ist das? Hä? Nein! Also ich weiß nicht, ob die Sommervögel für das gedacht sind, aber wir probieren es jetzt mal. Da noch mehr? Nein. Ziemlich sicher ist es jetzt schon für den Supersprung gewesen. Da unten hat es sonst gerade nichts mehr gehabt. Aha, okay, gut. Jetzt sollen wir Vögel holen. Zum Glück erklärt es, dass auch diesen Bewegungslegastheniker wie mir noch was man muss machen. Gut, ich wäre ziemlich sicher schon auch noch drauf kommen. Es hätte jetzt halt einfach vielleicht ein bisschen länger gedauert. Nein! Oh, geht's so. Gut, den haben wir. He? Komm. Wir können es auch ohne, weil wir sind Pro, Mann. Da hat es sonst nichts mehr. Nein. Also ich muss sagen, es ist ja eigentlich sehr einfach gemacht. Es wird eine Story erzählt und man läuft durch das Level, aber ich finde es irgendwie extrem herzig gemacht. Und auch wenn es nicht, ja, für ich sage, viel ist, es gibt dennoch extrem viel eigentlich. Also ich meine, der Soundtrack ist super, die Levels und so und die Geschichte. Und es ist wirklich eigentlich so, dass es ist eigentlich ein Ort wie ein Buch lesen, aber wir tun das Buch durchleben. Also so wie ich es jetzt einschätze. Jetzt bevor wir hier einen runterkumpeln, schauen wir hier noch schnell überall drauf hin. Dass wir da wirklich nichts vergessen. Ah, siehst du, wie hier einen oben hat es nämlich noch. Ich wäre jetzt einfach runtergekumpelt, schwupp, und dann hätte ich den vergessen. Und am Schluss fehlt er irgendwie für unser Achievement eins so ein hohes Sternchen und du denkst, Dami, wo ist das gewesen? Also da können wir ja nicht rauf. Nein. Oh. Ah, gut. Badam. Ah, davor ist der Yellow Gal, der Blau und der Yellow Truck. Ah, davor hat es noch etwas. Und irgendwo müssen wir jetzt sicher wieder den Sommervogel einsetzen. Jetzt gehen wir dort zuerst einmal schauen. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me.
all he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough, it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? Surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Also, da... also ja, für die, die es jetzt vielleicht nicht verstanden haben, aber der Vater hat ihn ja dann abgeholt von der Police Station. Und ja, irgendwann ist er dann ausgerastet, der Junior da, und erzählt, oder? Und ja, hat dann dem Dad sein Tape rausgenommen und dann hat der Dad gefunden, schau, mach's richtig. Und dann ist er das Tape wieder suchen und hat es dann gefunden bei einem kleinen Wasserfall. Und irgendwie ist ihm das geblieben. Nein! Ah. Komm, Fuchs. Du kannst es. Ja, das ist so, also das ist so, wie es aussieht, ist das wirklich so die Geschichte erzählt von einem Bub, der langsam älter wird. Und merkt, dass er Scheiße gebaut hat früher, als er klein war. Aber ich meine, das ist normal. Das haben wir doch alle gehabt. Wo wir klein gewesen sind oder jung gewesen sind, haben wir alles Gefühl gehabt, wir wissen es besser. Wo kommt man echt da? Wie kommt man echt da rauf? Nein. Aber ich habe das Gefühl, da oben hat es noch eins. Hat ich gemeint, ich hätte da oben etwas gesehen. Ja, ich habe doch nie ein Seich gemacht, Polo, hallo. Aber ja, Mama. Ich glaube, jeder, der... Wunder... Ja, dort oben hat es noch. Tami, wie komme ich dort hin? Früher gab jeder mal Scheiß gebaut. Ne? Sind wir ehrlich. Also, ich habe mal einen Eintrag im Strafregister wegen Sachbeschädigung an öffentlichen Gebäuden. Könnt ihr euch selber ausdenken, was das echt könnte sein? Wenn man so ein bisschen den ganzen MJ-Auftritt anschaut, dann könnte man es vielleicht noch herausfinden, warum. Jetzt müssen wir irgendwie mal wieder raufkommen. Ganz genau, Polo, ganz genau. Ja, aber ich hatte Schwein. Also Glück im Unglück, kann man sagen. Im allerersten Graffiti. Dann haben sie mich abverwünscht. Dafür nachher 15 Jahre lang nicht mehr. Ah, jetzt kann ich Double Jumps machen, echt. Am dümmsten Ort habe ich es probiert. Aber ja, so waren wir, gewesen, als wir jung waren. Wir haben auch, als wir jung waren, haben wir es eigentlich gemacht. So, jetzt probieren wir es nochmal. Holen wir uns den Boost. Der Boost. So. Aber eigentlich müssen es jetzt 6 Schmetterlinge sein, nicht nur 4. Bevor waren es schon 3 und dann nochmal 3, gibt es 6 und nicht 4. Ja, nope. It's all about game mechanic.
kommst einfach nicht hoch. Vielleicht da. Ja, komm, das müssen wir schaffen, Mann. Das kann doch nicht sein. Sonst gehen wir jetzt halt mal da weiter. Also wenn schlussendlich an dem einen Ding happert dort, dann gurkt es mich also schon ein bisschen an. Das ist jetzt eben der Wasserfall, den er erzählt hat. Ja, nein, dort hat sogar zwei. Ja, wie jetzt? Oh, reg ich mich auf. Sogar das erholsame Spiel macht mich noch hässig. Vor allem da hätte ich ihn gar nicht gebraucht. Shop. Aha, gut. Also da müssen wir jetzt wieder den Double Boost holen. Aber die dort hinten, die... Ja. Yeah. Die dort hinten, die holen wir irgendwie nicht. Oh, da hat es auch noch eins. Das sehe ich erst jetzt. Ha! Ja, super. Und du musst zuerst das holen und dann das andere. Ja. Along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Aha. Okay. Drei müssen wir da haben. Aha, jetzt kommt das Rätsel. Jetzt kommt das Rätsel. Also, zuerst nehmen wir mal den. Dann pumpen wir hier rüber. Und jetzt müssen wir den hier verwischen. Dann holen wir den. Und jetzt dürfen wir eben nicht auf den Stein pumpen, weil dann sind alle weg. Also müssen wir jetzt von hinten auf den Stein. Hey. Ja, Mann, schau mal, jetzt haben wir ein halbes Jahr mehr, du. Jetzt haben wir... Drei... Ah, jetzt sind es neun. Aha, vorher sind es ziemlich sicher auch schon, man hat es einfach nicht so gut gesehen.
Wow, okay, knapp, gut geschafft. Aha. Und jetzt kommen wir in eine Wüste. Mit Geysiren. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. Then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Sommer, würde ich jetzt sagen. Aber ja, also es ist definitiv, es geht um den jungen Burst, der immer älter wird. Und sein Vater, er denkt immer eigentlich an seinen Vater. Und ich würde jetzt mal behaupten, die ganze Geschichte von dem Bub und von dem Mann projiziert sich eigentlich in den Fuchs. Und der Fuchs ist auf der Suche nach seinen Jungen. Und er ist auf der Suche nach seinem Vater und nach seinem Ich. Und er ist aufgewachsen, wie wir vorhin gehört haben, ja, in Alaska. Und wird eigentlich weg von dort. Aber irgendwie schafft er es nicht. Aber seine Begleitung oder der, wo er die ganze Geschichte erzählt, sie sagt auch, wenn du das Feuer nicht in dir hättest, den Willen, hätten wir uns nie getroffen. Also sie sieht in dem Sinn, sie probiert ihm das Positive zu zeigen von dem Ganzen. Aber es ist halt damals, je nachdem ist es noch schwierig, das Positive zu sehen. Könnt ihr mir jetzt vorstellen, also ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater. Und von dem her kann ich es nicht ganz so, aber man hat sicher immer mal so in sich innen den Willen zum finden, fickt euch all, ich gehe. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those three obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and designing, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning.
I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Ja, manchmal braucht es nicht viel. Jetzt muss ich all die drei Steine finden. Okay, jetzt kann ich es eigentlich sagen, hä, was? Ja, nur wenn all die Steine sind da überall versteckt. Da hat es nochmal. Also ich muss sagen, also das Level-Design finde ich extrem schön. Also ich muss wirklich sagen, es gefällt mir. Es wieder vergessen. Gut. Also nicht vergessen. Verpasst habe ich es. Verpasst! Aber jetzt haben wir es verwischt. Da hat es noch irgendwas. Also. Technisch zeichnen, oder? Geodreieck, Bleistift, tipptopp. Hurengebüsch. Siehst du fast nichts. Pause. Bauplan. Ja, weil er hat ja dann jetzt eben da eben am Vater hat er gesagt, er würde eigentlich gerne in Seattle Architektur studieren. Und hat dann eigentlich gemerkt, wo er dem Vater alles so erzählt hat, dort in dem Zelt, wo sie gehockt sind, oder wo sie beim Campen gewesen sind, dass nachdem, dass er seine Inschrift gefunden hat in dem Baum, oder, dass er eigentlich extrem gern mit seinem Vater schon viel länger hätte wieder schwätzen und ihm das alles erzählen. Aber er hat halt einfach auch immer das Gefühl gehabt, dass der Papi das gar nicht wirklich interessiert. Aber dann hat er es gemacht und er gemerkt, that's the right way. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk. And I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Ich glaube, er erzählt die Geschichte seiner Frau. Habe ich irgendwie das Gefühl. Oder seiner Psychiaterin, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Aha, schau, da haben wir wieder ein Zelt. Und einen Schlafsack. Das musst du rausgerollen, den Schlafsack, gell? Wie kommen wir da hoch? Jump and run! Platformer, jump, jump, jump around! Jump up and get down! Oh, whoa, whoa.
tricky business. Wow, okay. Also das kannst du fast nicht falsch machen. Jetzt ist er verdammt gekumpelt. Das wäre jetzt natürlich super gewesen, wenn ich jetzt runtergefallen wäre. Und da haben wir wieder einen Stein. Jawohl. Jetzt ist es gegangen. Sonst haben wir da einen. Ah, da hinten hat es noch etwas. Ja, da hinten hat es noch Kreisli zum Sammeln. Die hätten wir jetzt fast verpasst. Aber mein alte Suchen. So. Nein! Ah. So das typische Jäger und Sammler, der Jäger- und Sammlerinstinkt entdecken. Zum Beispiel so, in so riesigen MMOs, neuen MMOs und so, oder auch allgemein in so Rollenspielen und so, das, was ich am liebsten mache, ist eigentlich die Welt entdecken, die neue Welt von dem Spiel entdecken. Einfach jede verfickte Ecke gucken, durchsuchen und schauen, ob man noch irgendetwas findet, was man nicht gesehen hat vorher oder so. Das ist das, was mich an diesen riesigen Massive-Welten so fasziniert. Also das ist eigentlich allgemein das, was mich in diesen Rollenspielen und so extrem fasziniert, ist das Level-Design. Also die Welten, wo die Programmierer, die Designer, wo die Entwickler entwickeln. Weil ich denke, man ist dann einfach so einfach. Also ich meine, ich habe ja schon auch Fantasie. Ich würde jetzt mal behaupten, sehr viel, sehr farbige Fantasien, auch kaputte, aber das lassen wir jetzt mal. Und das finde ich so krass, wie die das können umsetzen. Ich meine, das muss einer im Kopf haben, die Geschichte. Ich meine, vielleicht ist es sogar seine eigene Geschichte, die er seinen Kindern erzählt, wie zum Beispiel bei Unravel. Unravel ist ja eigentlich ein Paradebeispiel, wo ich glaube auch Skandinavier, ist ein skandinavisches Entwicklerstudio, ein skandinavischer Produzent, der Unravel gemacht hat, und er erzählt eigentlich eine Geschichte, die er erlebt hat als Kind, und er erzählt seinen Kind, wenn er mit seinen Eltern in die Ferien ist, wie das Ganze abgelaufen ist und alles, und das ganze Spiel ist eigentlich die Geschichte. Und so Zeug finde ich extrem der Hammer. Aber du musst es auch zuerst, die Idee musst du im Kopf haben. Oder halt eben das Erlebnis, das musst du haben. Und das nachher können irgendwie aufzuschreiben oder zu zeichnen, so die ganzen Concept Arts. Ich meine, Concept Arts, da gibt es Concept Artists, die sind jenseits. Oh, und das ist so Zeug, was mich an diesen Games extrem fasziniert. Auch gerade eben zum Beispiel an diesen Indie-Games. Nicht so die riesigen AAA-Titel wie, also AAA-Titel wie zum Beispiel jetzt irgendwie World of Warcraft oder Skyrim oder so. Also dort natürlich auch und auch bei World of Warcraft. Aber das ist so ein kleines Entwicklerstudio, wo sich das ziemlich sicher alles selber beigebracht hat. Und das finde ich extrem. Das impressed. Darum spiele ich so Spiele auch extrem gern, sehr gern sogar. Teste es, auch wenn sie sehr kurz sind, wie zum Beispiel Far Lone Sales. Ist auch sehr ein kurzes Spiel, aber es ist extrem cool. Oder irgendwie, wie heisst es? Nakagami Ichiguchi oder irgend sowas. Ist auch ein Indie-Spiel, von einem Eskimo-Stamm, Inuit-Stamm, auch in Alaska oder auf jeden Fall einmal in nördlichen Kanada, irgendwo einmal auf dieser Höhe oben, erzählt. Und das Game, das ist so der Hammer. Das Game habe ich let's play, das ist auf meinem YouTube-Kanal.
Und wer es nicht kennt, hat etwas verpasst. Das ist wirklich sehr, sehr cooles Spiel. Kann ich nur empfehlen. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. Tom Clancy? He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck. So we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Oh. Ich kann vielleicht auch noch. Wo ist der Strich da? Da sind wir schon gewesen. Kann ich vielleicht auch noch lustig erzählen, so von wegen eben mit seinem Vater Birds Watch, also gehen Vögel schauen, Vogelhäuschen bauen und so. Mein Vater wohnt ja sehr abgelegen, könnte man meinen. Aber er wohnt eigentlich so im ehemaligen. Ich habe irgendeinen Speisekopf. Im ehemaligen Ferienhaus, wo er früher als Kind war. Hat keinen Strom, kocht über dem Feuer. Hat eigene Quellen. Hat im Sommer extrem Probleme gehabt mit Frischwasser, weil natürlich, weil es so heiß war und so lange Trockenperiode war. Und im Winter hat er. Ein Mäusebussard, Bärli, Männli, Weibli, Klassiker, Gocko und Gokine. Wenn man mir das erzählt, ich habe fast Tränen gelacht. Ich meine, Gocko, okay, aber dann, ja, wir nennen es Weibli. Gokine, okay. Gut. Gratuliere, Papi. Sehr einfallsreich. Sehr fantasievoll. Und dann gibt er auch mein Fleisch im Winter, wenn es Schnee hat. Also gibt es Hühnerbein und so Gespäss. Und also er kann nicht pfeifen und sie kommen, weil sie das ist wieder eine Kamera, he? Aber ist auch ein neues Modell. Und also er kann denen pfeifen und die kommen und er kann also zuschauen und nicht weit davon entfernt stehen, um denen zuschauen, wie sie dann runtertauchen auf das hure Brett, wo das Fleisch angenagert ist und dann zack, holen sie das hure Fleisch und verreisen wieder. Und im Winter gibt er ihnen ab und zu Futter. Und die sind also, jetzt ist glaube ich das dritte Jahr, immer im Winter kommen die. Weil sie wissen, dort gibt es, wenn es mühsam wird, zu essen. Und das finde ich extrem geil. Er hat ja schon in der Nacht schon mal verwacht, weil er einen verdammten Soul-Lärm gehabt hat. Und ich meine, müsst ihr euch vorstellen, er wohnt an einem Hang, oder? Weit und breit, kein Haus. Und dann verwachst du in der Nacht, weil es so einen verdammten Lärm und Rumpeln und Kreischen und du. Und er so, what the fuck? Dann hat er Licht gemacht, hat auf den Holzblock runter, auf das Brett, wo er das Fleisch angenagelt hat, damit die Greifen ein bisschen zehren und knagen. Hat er gefilmt und dann steht wirklich nicht über der. Ich kann es jetzt nicht zeigen hier, aber. Nicht übertrieben, ein Uhu ist dort am Zehren machen und tun. Und ich meine, Uhus, die sind 50-60 cm gross, ein ausgewachsenes Männchen. Und das sieht man selten. Ich meine, wir haben zwar in der Schweiz noch viel von diesen Greifvögeln, aber die sieht man selten. Und der ist dort auf dem Brett gekocht und hat geflucht gemacht und da, weil er natürlich das Fleisch nicht sofort weggebracht hat, weil es der Vater ja angenagelt hat. Dann hat er ihn angeleuchtet und dann hat er ihn angeschaut, er hat das Licht aber gerade wieder abgestellt und hat ihn dann so in der Dämmerung, in der Schummerung von der Nacht, hat er ihm zugeschaut und so Zeug, das ist... So Zeug erlebst du, das ist schon geil. Dann merkst du einfach so Natur und die Tierwelt und alles. Das ist impressive, muss ich sagen.
Das ist gleich, wenn man meinem Chef sagt, weißt, wenn du gehst Snowboarden oder Skifahren und du stehst auf dem Berg und es windet und schneit Vollgas und es blast um dich herum, dann fühlt er einfach so, yeah man, das ist mein Moment, weil dann spürst du so die ganze Energie von der Natur und dann bist du so richtig dabei. So, zuerst hier sammeln. Graben. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on, just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes, I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. Ooh. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Uh-oh. Jetzt haben wir da so ein bisschen mehr, so ein bisschen felsig. Und die Welt tut ja so ein bisschen seine Welt widerspiegeln. Jetzt wird es ein bisschen felsig und steinig. Man läuft jetzt mal einfach dahinter. Schauen wir mal, wo das hinführt. Vielleicht hat es hier oben ja noch was. Nö. So ein bisschen der Irrgarten. Also ich glaube, das Game erzählt ein bisschen eben vom Älterwerden und alles. Und irgendwie habe ich so eine Vorahnung. Und das wird alle führen. Wollen wir zuerst noch die hier. Achievement bekommen. Jetzt ist ziemlich sicher vorne der Weg frei, dort wo vorher so verwurzelt war. Gehen wir mal schauen. Ja, da haben wir was vergessen. Haben wir natürlich im Hinweg nicht gesehen, weil ja die Kamera in die Richtung war. Jetzt weiß ich gar nicht, sind wir vorne von... Nein, wir sind von da hinten gekommen, also gehen wir jetzt noch da vorne. Vielleicht hat es da ja noch etwas mehr. Da sind wir vorne hinten. Da sind wir jetzt einfach einmal so im Kreis gelaufen. Hm? Gut. Thank you.
alles ein bisschen anschauen da. Also ich nehme an, wir müssen jetzt zu dem Baum zurück. Darum laufe ich jetzt einfach mal straight da vorne. Zu dem Baum. Ja, jetzt kommen wir da, glaube ich, links durch. Weg. Die holen wir auch noch da. Das wird ein bisschen tricky da, glaube ich. Ja! Alter Jump and Runner, du! Stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. Ja, eben, das ist das, was ich vermutet habe, oder? Ist ja irgendwie klar am Schluss. Erzählt er eigentlich Geschichte, die er gerne seinem Vater. Ziemlich sicher hat er sich mit seinem Vater verstritten. Und hat eigentlich ihm noch will er so will erzählen, weil er es dann langsam gecheckt hat, so, oh Mist. Aber dann, als er es eben gecheckt hat, war es einfach langsam zu spät gewesen. Also ja, ist es nicht langsam, sondern es ist zu spät gewesen. Ja, gehen wir unten durch. Ja, siehst du, das habe ich gesehen. Ja. Ja, was man bis dahin eigentlich schon mal sagen kann, ist, Familie ist wichtig. Familie ist verdammt wichtig. Darum, ja, es mag jetzt blöd tönen und es ist vielleicht klischee-mässig und so, aber Familie ist das Wichtigste. Und wenn irgendeiner blöd gesagt meine Familie angreift, dann gibt es Lampen, weil Familie ist da. Herz. Und egal, ob es Schwester, Brüder, Vater, Mutter, Frau, deine eigenen Kinder, das ist einfach das Wichtigste. Du kannst noch so viel arbeiten. Aber Zeit mit deiner Family, das kommst du nicht zurück über. Darum manchmal, je nachdem, ist es vielleicht gescheiter mal ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen mehr Zeit verbringen mit der Family. Definitiv.
Man kann das natürlich auch noch ausweiten auf nicht nur zwingend Familie, sondern auch auf Freunde. Freunde sind auch extrem wichtig. Also zumindest jetzt in meinem Leben sind Freunde, Kollegen, das sind die Leute um dich herum, dein Netzwerk, dein Persönliches, dein Privates, dein, einfach deine Fixpunkte auf dieser riesigen fucking Welt. Das ist extrem wichtig. Ohne geht's nicht. I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Good night. Ja, wie jetzt? Jetzt gehen wir noch da rauf. Wo ist die Musik? Keine Mucke mehr. Jetzt doch mal etwas. Nö. Ja, es wird eigentlich schon, dass man da durchführen läuft. Läuft. What? Okay. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? I think my dad was the opposite of your dad in almost every way. Except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Life got worse and worse, and at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. I summoned courage I didn't know I had, and I broke into my dad's room and found the key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling. The wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat.
I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly. And that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. You have strength, Joseph. And you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mists, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. Ja, das ist genau das, was ich sage. Er hat Angst werden. Er hat dann voll Angst vor dem Vater werden. Aber ich glaube, das ist etwas, das hat man einfach in sich hin. Also, ich habe noch kein Kind. Aber ich glaube, wenn es so weit ist, auch wenn man noch so eine schlechte Mutter oder einen schlechten Vater gehabt hat, ich glaube, wenn man sein eigenes Kind hat, dann das ist es völlig anders. Dann, das ist einfach, das ist Intuition, das kommt auch aus einem, einfach aus einem raus. Und ich glaube, gerade wenn man zum Beispiel jetzt eine schlechte Kindheit hatte, was ich zum Glück nicht hatte, dann will man das doch, wenn man ein eigenes Kind hat, will man das doch seinem Kind gerade das Leid so machen, dass es nicht so hat, wie man es selber erlebt hat. Und ich glaube, darum, man ist nicht von Grund auf, wenn man jetzt eine schlechte Kindheit oder keine Vorbilder oder so gehabt hat, dass man dann nicht kann gute Eltern werden. Das glaube ich nicht. Es ist ein sehr berührendes Spiel, muss ich sagen. Es ist so ein Spiel, wo man selber, also ich zumindest habe das Gefühl, aber ich glaube, das könnt ihr als Zuschauer auch bestätigen. Man denkt nach, man fängt an nachzudenken. Also ich habe jetzt zumindest viel nachgedacht. Gut, ich habe es jetzt auch probiert, weil ich jetzt am Streamen bin, das auch zu sagen, was ich denke. Damit man kann, ja, mitfühlen. Weil ich glaube, das ist ein Game, wo sehr viel Gefühl kann auslösen kann. In einem. Weil man darüber nachdenkt, wie ist es bei mir gewesen, als ich klein war, als ich älter geworden bin, wo du jung warst und dann wirst du älter und mit der ganzen Rebellion gegenüber den Eltern und all dem und so. Ich meine, das haben wir alle durchgemacht. Wir haben alle rebelliert. Weil wir haben irgendwann gefunden, nein, Mann, was? Ich weiss schon selber, ich weiss schon, wie das ist, was man muss machen muss, um erwachsen zu werden. Bla bla bla. Du musst mir da nicht reinreden, Mami oder Papi. Ich weiss es eh besser wie ihr. Und dann am Schluss denkst du so, fuck, Mann, okay, Papi hat mal das gesagt, Mami hat mal das gesagt und ja, eigentlich haben sie schon recht gehabt. Aber das merkst du halt alles erst viel später. Ich meine, wenn ich zurückdenke, was ich mit meiner Mutter lampen kann, leck mir, du. Bis ich dann endlich mal ausgezogen bin. Jesus. Ich glaube, sie hat mich verflucht. Sie hat mich am liebsten zum Mond geschossen. Heute verstehe ich es absolut. Und es seicht wieder. The fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree.
She was almost there. The rain cascaded onto the Jade Valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Ooh. Das ist auch so etwas. In den Games probierst du immer so um die Ecke zu schauen. Und wenn du den Kopf noch ein bisschen überdrehst, dann siehst du noch besser um die Ecke, oder? Mhm. Only one daughter left. Nur noch eine Tochter. Oh oh. Es ist auch wieder ein bisschen düster geworden, das Spiel. Natürlich durch den Regen und die Farben und so wird das Ganze ein bisschen düsterer. Aha. At the end of high school, I felt something I hadn't felt in a long time. Drive. I looked into the best architecture schools on the West Coast, then got a dose of reality when looking at other students' portfolios and the high cost of tuition. I still wanted to be something, to be the next Alvaro Siza, and to make those thousands of sketches worth something in my grand history. But now even an internship sounds impossible. Siza helped me understand how essential emotion is in architecture, and he also said light is the real composer of space. I like to think these glints of light, like not finding a job, or even a strange dream about a fox, are something I should be thankful for, even if the illuminated space is something I'm less than comfortable with. Ja, und er ist nach wie vor auf der Suche nach Bestätigung, auf der Suche nach seinem Sinn vom Leben eigentlich. Weil er nach wie vor das Gefühl hat, er ist wertlos. Nicht gut. Also wir müssen nachher Ehre führen, so habe ich das gesehen, aber jetzt wollte ich da gleich noch über die Kanten hinschauen, vielleicht hat es da ja noch irgendetwas. So aus. Oh nein, es ist einfach nass. Okay. Da vorne hat es irgendein Haus. Ja, ich kann langsam den huren Knopf nicht mehr drücken, das huren weh. Schön ein bisschen am Regen zuhören. Ah, entspannen. Zack, schlafe ich. Jetzt 12 Stunden Livestream. MJ am Schlafen. Ein Schlafstream. My dad was super supportive with my college plans. To a point. Things were okay until this terrible accident happened.
I guess a forklift flipped over due to a bad axle, and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days. Even though he wasn't directly involved, it devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day, he approached me, said that since my school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. Ja. Familie Fußstab vertreten. Das Business von der Familie übernehmen, wenn du selber gar nicht willst. Ziemlich sicher nicht einfach. Und deine Familie hofft, dass du das Familienbusiness übernimmst und du schlussendlich findest, du nein. Ich will nicht Holzfäller werden, ich würde lieber gerne Schauspieler werden. Oder so. Das ist ja lustig, auf dem Schweizer ist jetzt Gott, läuft ja auf und davon. Das ist so eine Schweizer Sendung. Von eigentlich, ja, im Deutschen sind das die Auswanderer. Und nur ist es bei den Schweizern einfach, muss ich leider sagen, die ausziehen von der Schweiz, die sind meistens ein bisschen informierter. Haus, ja. Und die wissen auch, auf was sie sich einlösen und so, und sind ein bisschen vorbereiteter wie die Deutschen, habe ich das Gefühl. Und dort sind auch, ist ein paar ausgewandert jetzt auf Schweden, weil sie gefunden haben, sie wollen auf Schweden leben. Und dort dann ein neues Business aufziehen. Und eigentlich haben ihre Eltern gehofft, dass sie das Familienbusiness übernimmt. Und sie haben dann auch mal im Familienbusiness gearbeitet und so. Und alle haben eigentlich gefunden, ja doch mal, passt. Und dann sind sie gekommen und gefunden, hey, wir übernehmen das Familienbusiness nicht, wir wandern aus. Und ich glaube, das ist für so einen Vater zum Beispiel jetzt, wo die Firma aufgebaut hat, ist das extrem schwer zu verstehen. Am Anfang, dass seine Kinder nicht wollen, seine Tradition weiterführen. Kann ich mir schon noch vorstellen, dass das noch schwierig ist. Aber es muss halt schlussendlich irgendwie auch akzeptiert werden, weil jeder kann selber für sich entscheiden oder darf oder sollte für sich selber können entscheiden, was er machen mit seinem Leben. Finde ich eigentlich sehr wichtig. Und, aber dort ist jetzt so darauf rausgekommen, dass der Vater am Anfang eben so gefunden hat, ja super, oder toll, oder Tochter, du zwetschst jetzt, wanderst raus und da, jetzt ist gemacht, das Nest und alles, Bude, verdienst gut, tipptopp. Und was dort in Schweden passiert, weiss niemand. Und, aber er hat dann schlussendlich auch das eingesehen und hat sie dann auch unterstützt und hat gefunden, du, ja, es ist dein Entscheid. Du hast entschieden, das zu machen. Dann mach's. Und er steht hinter ihr. Oh, Spitalbett. Get well soon. Werd bald gesund. Dann sind wir gesehen bei der Holzweig. Ja, ich muss sagen, also das Spiel gefällt mir immer besser. Es müsste noch irgendeine Feststelltaste geben, dass man einfach drücken könnte und dann läuft er unendlich, dass ich nicht die ganze Zeit müsste auf die Taste drücken. Aber das ist ein Detail. Und, aber so wie das Game gemacht ist, finde ich extrem cool. Gefällt mir. So, da nochmal. So. Da unten nicht mehr.
Dort hinten hat es noch etwas. Das ist die Frage. Wo geht es sich noch durch? Wir gehen mal schnell. Wir gehen zuerst oben. Wir müssen hier ja, wie gesagt, strategisch vorgehen. So sieht man sich da noch wieder alles außen rum. Oh! Nein, jetzt hat es da nicht einmal Böllerli. Krankenauto. Ah doch, es hat. Und ich denke, ich habe irgendetwas gesehen, Glitzer. Jetzt müssen wir schon dort über das noch anschauen. Und dann habe ich gesehen, dort durch hinten hat es dann auch wieder so Böllchen verteilt. Und da ist der Forklift. Der Hubstapler, mit dem ist eben der Unfall passiert, wo dann der Vater aus der Bahn geworfen hat. Ich glaube, das ist schon hart. Ein Unfall miterlebst. Ah, holt's auch lang. Mein Vater ist Lastwagenchauffeur gsi. Zwar etwa 42 Jahre lang. Kein Unfall. Unfallfrei. Dafür aber TÜV-rennentechnisch, wo er früher gefahren ist, dort hat er dann doch ab und zu mal einen Unfall gesehen. Aber gut, Extremsport, was Motorradsport ist, musst davon ausgehen. Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened. Which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. Ja, und dann eben verstritten. Und nie darüber geredet und dann plötzlich gestorben und fuck, ich hätte noch so viel wollen sagen. Oh nein. In the distance, the first tree illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. Oh. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently. If the first tree on earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us? There was a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree, a
Sometimes I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love. Keine Ahnung, ob ich hier am richtigen Ort durchlaufe. Der erste Baum erwacht und fragt behutsam, ob die Füchsin eine letzte Nachricht an ihre Kinder hätte. Sie antwortet. Jesus Gott, das klingt kitschig. Aber ja, so ist es. Geniesse das Leben und habe Sorge. Ich glaube, die But I have no idea. It's only a dream. A distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson. Sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph. Er muss eine Beerdigung von seinem Vater. Rachel. Ja, shit.
den Wind. Aha, Kinderbett. Ich habe gerade eingezogen. He? Sehr spezielles Haus. Lustig aufgeteilt. Eine riesige Küche. So, he? Okay. Moving you coast to coast. Wo wohnen die? Easy Aussicht. Shit, da ist die Maus anders sensibel. Alter Schwede, jetzt wird es zum Horror-Game, oder was? Fuchs. Jetzt bin ich. Ich bin einfach so verschrocken, so. Wow. Seine Frau tut mir irgendwie ein leid, dass es zu und gut zu wird. Winter, Schnee. Okay. Ich bin sicher barfuß. Was will uns der Fuchs zeigen? Das sieht gerade Hammer aus. Das ist wirklich, aber das sieht jetzt einfach gerade Hammer aus. Dem Nebel, mit diesen Nebelschwaden. Irgendwo im kanadischen Wald oder halt eben Alaska. Ja, aber wo wohnen die? Die wohnen am Arsch von der Welt. Also ich hoffe nicht, dass die. Gut, es hat eine Strasse gehabt. Irgendwo da oben ist mein Haus. Okay. Sommervögel. Nochmal ein Haus. Da gibt es irgendetwas. Tun wir einen jetzt mal den Fuchs noch. Der wird uns schon zeigen, wo wir anmühen. Irgendetwas wird uns das sehen. Thank you.
unterwegs. Hallo Fuchs. Was ist? Was muss ich jetzt da machen? Oder ist es wirklich? Steht immer noch dort unten, gut. Dann laufen wir jetzt mal den Weg nach. Keine Ahnung, ob wir da oben müssen. Aber er hat ja rechts geschaut. Keine Ahnung, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Aber jetzt laufen wir einfach mal auf den Berg hoch. Es hat zumindest immer noch so etwas wie einen Weg. Es geht mit den Ältesten heim am Schlafen und dann wacht sie und ihr Mann. Er steht irgendwo, ziemlich sicher in den Boxershorts auf einem Berg. Find, hallo Schatz, da bin ich. Kommt man da überhaupt hoch? Oh, oh. Ist das überhaupt das Richtige, was ich da mache? Ich glaube nicht. So, komm. Ich glaube nicht, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Aber wir probieren es jetzt mal. Hallo? Ja, wir sind on top of the hill. Aber Bracht hat es uns irgendwie wie nichts. He? Dort vorne hat es eine Art Haus. Wow, wow, wow. Okay. Yeah. Power Slides. Das war noch da vorne. Also irgendetwas mit dem Fuchs, vermutlich habe ich jetzt irgendetwas vergessen, verpasst, nicht gemacht. Aha, first. Da hinten hat es schöne. Da hinten hat es Bäume, die es sonst nie hat. Ah, the first tree. Muss ich echt mit dem Fuchs da hin oder ohne Fuchs? Gehen wir jetzt mal ohne Fuchs. Was ist das? Oh, eine Inschrift.
glaube, der Ausflug auf den Berg hätte es nicht gebraucht. Doch im Lauf. Even if we are not here together, I carry your lives with me. We will be together again. I love you so much. Die Füchse sind mit ihren drei Kids. Oder ist das eine Inschrift von seinem Vater? Ja, definitiv ein Spiel, das einem ein bisschen nachdenken lässt. Das einem ein bisschen studieren lässt. The Tree of Life. Und ja, wie angekündigt, das Spiel geht etwa 1,5 bis 2 Stunden. Wir haben jetzt ja, knapp 2 Stunden haben wir gehabt. Wir haben das... schau jetzt. Möchtest du deine Erklärung zur Online-Datenbank von Der erste Baum hinzufügen? Sie erscheint dann per Zufall für andere Spieler. Bitte schreibe, wenn möglich, auf Englisch. Oha. Ja. Ja. Oh, ja, toll. Ja, das wär's. Aber meine Erklärung, die habe ich jetzt natürlich auf Deutsch geschrieben, das hätte jetzt vielleicht ein bisschen vorher müssen sagen. Ja, nimmt es mir gar mal Wunder. What? Wir haben nur 7 von 14 Achievements geholt. 150 Stars, ich habe glaube nur irgendetwas um die 130. Reveal the King of the Bunnies. Find a secret item. Find all 5 secret items, okay. Find your name again in a familiar place, okay. Catch your first bunny, also die Bunnies hätte man also auch können fangen. Uncover all secrets, okay. Ja! Meine... Liebe Zuschauer, ein eher nachdenklich, ein eher nachdenklich anregendes Spiel, das wir heute gespielt haben. Ich habe es extrem.